Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Hohenbrunn. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, wir sind in Hohenbrunn, sind wir beim Herrn Gläser. Künstler, die machen alles. So ein Künstler. Was er jetzt genau macht, weiß ich nicht, aber ich werde es herausfinden. Herr Gläser, was haben Sie denn da jetzt alles hinten drin? Ach so, Herr Gläser, grüß Gott erst einmal. Der hat einfach angefangen. Wir sind im Fernsehen drin. Ja, ja, das macht er. Wie ist denn der Vorname eigentlich? Was bin ich? Der Vorname. Johannes, Hans, Hansi. Hansi, wurscht wie. Ja, ist der Hansi? Man sagt zu mir Hansi. Und Sie sind Künstler durch und durch, Hansi? Ich glaube schon. Ja, was denn für einer? Was machen Sie denn? Bildhauer. Meine Freunde und Bekannten nennen mich dafür oder erkennen mich dafür, dass ich ein Künstler bin. Ich bin Maschinenbaumeister und Kunstschmied. Ja. Das bin ich schon. Wo haben Sie denn das gelernt? In Dresden, Freital-Botschappel. In Dresden, Freital-Däuben. Also ein gebürtiger Sachse. Ein gebürtiger Dresdner. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Und dann kommt der nach Bayern. Ja, seit 58. Schon der? Schon so lange? So lange bin ich. Warum da denn? Ja, ich bin stiften gegangen. Stiften ist er gegangen. Ja, schau her. Man hat mich hinausgeworfen da. Man hat zu mir gesagt, ich habe ja dort gelernt auch, nicht? Ich war ja 5 Jahre in Russland Gefangenschaft. Oh je. Okay. 5 Jahre. Und als ich wiederkam, hat man mir gesagt, für Kriegsverbrecher haben wir keine Arbeit. Hat man mir gesagt. Und dann hat sich aber der Hans was gesucht. Was haben? Der Hans hat sich dann was gesucht. Ja. Das lässt sich der Hans nicht mal sagen. Ja, hab ich schon gemacht. Hans, jetzt lass mal sehen. Hans, bleib da, du weißt ja nicht, wie es geht. Hans, gehen wir mal. Hans, ich möchte mal wissen, was du so bildhaust. Was macht er denn? Dein Material ist. Ach so, das ist Edelstahl. Edelstahl macht er. Also nicht Stein oder sonstig Holz. Edelstahl. Ich bin der Einzige in ganz Deutschland in einer Zeitung, Fachzeitung, der in Edelstahl volle Figuren rausarbeitet, aus dem Vollen rausarbeitet. Ach so, du machst es nicht, du schweißt nichts zusammen. Das ist doch geschweißt. Das erkennt doch Frau Schieder sofort. Das war so ein dickes Eisen, das zeige ich Ihnen gleich. Geh mir mal vor, Hans, ich folge dir. Natürlich, der ist so schnell. Bin da. Ist das jetzt deine Garage? Werkelst du da oder arbeitest du eher oben? Das ist die Schmiede. Die Schmiede des Vulkans. Das ist mit Herz, Hans. Ja, das ist die Schmiede des Vulkans. Der schmiedet hier. Das ist noch ganz fertig, ne? Der schmiedet Herzen. Nicht? Der schmiedet Herzen. Der Aber Hans, mal ganz kurz. Aus dem Kopf und dann legst du los oder zeichnest du? Na, ich mach als. Also das als machst du aus dem Ganzen. Als Plastik. Boah, das ist ja schwer. Boah, da kannst du Menschen also besinnungslos. VA ist ja viel schwerer als Eisen. Ja, ist schon klar. Der hat ein spezielles Gewicht, vielleicht schon 8,5. Und Eisen hat ja nur 7,85. Aber warum gerade Edelstahl? Was fasziniert dich an Edelstahl? Wo ich gelernt habe, das war eine Edelstahlfirma. Ja? Das war ja Edelstahl. Wir nannten das früher, Nerosta. Ah, verstehe. Ja, und ich habe früher hier Fingerringe schwarz nebenbei, ne, aus Nerosta gemacht. Und das ist, also ich bin ja schon mit 13 Jahren in der Schule in die Lehre gegangen. Da warst du ja nur ein Kind eigentlich. Da waren wir Kinder alle. Aber jetzt mal ganz kurz, die Sau, die da, ist das eine Sau, die da durchhängt? Ich würde sie jetzt als Sau interpretieren, Hans. Das ist eine Maus. Ach so, das ist ein Ratz. Die Maus, die hat sich hier durchs Holz gefressen. Ach, schau. Hans, wie kommt man auf sowas? Wie kommt man denn auf sowas, dass die Maus sich durchs Holz frisst? Wenn ich dich so sehe, hätte ich schon wieder. Hast du schon wieder eine Idee? Hätte ich schon wieder. Ich will es gar nicht genau wissen, weil wenn wir jetzt mal ganz genau sind. Mal ganz kurz schwenken, mal ganz kurz darunter. Michelangelo hat auch so eine schöne Frau gemacht, nicht? Diese Interpretation bleibt Ihnen jetzt überlassen, liebe Zuschauer. Das ist eher schon die Erotik, die jetzt da in Hohenbrunn rauskommt beim Hans, gell? Ist die nicht, Hans, ich will nicht wissen, wer das Modell war. Ist die nicht schön? Wunderbar. Jawohl. Wie in Natur. Salvador Dali, der würde sich
rumdrehen vor Ärger, wenn er das sieht, dass es ihm nicht eingefallen ist, was ich hier gemacht habe. Was machst du mit deiner Kunst eigentlich? Zeigst du die überall? Bist du auf Ausstellungen unterwegs? Ich weit über 100 Skulpturen, das zeige ich, habe ich der Dresdner Stadt geschenkt. Ah, verstehe. Ich habe alles geschenkt, 1 Million ungefähr, noch mehr. Habe ich der Stadt Dresden ein Museum geschenkt. Ja. Und zwar nennt sich das Zauberschloss Schönfeld. Zauberschloss Schönfeld ist das. Habe ich geschenkt. Warum schenkst du das? Der Künstler muss doch auch von was leben. Ich habe eine reiche Freundin. Ich brauche nichts. Ist die da? Ist deine Freundin da? Ja, die ist schon im Himmel. Ach so, aber die war reich. Hans? Ist doch nur ein Scherz. Freckel. So schaut das aus bei dir. Ich habe eine Tochter, die war gestern noch da. Die hat extra Pussy-Pussy gemacht, damit sie euch auch gefällt. So, jetzt komm mit, ich zeig dir was. Ich folg dir, Hans. Wo müssen wir hin jetzt? Danke, Herr. Aber arbeitest du dann auch hier und oben und überall? Ich hab ich arbeite drüben in Unterhain beim Schmied, in einer Schmiede. Ach, verstehe. Mich hat man hier rausgeschmissen. Die schmeißen so wie überall raus, Hans. Das ist hier die 7 Todsünden. Neid, Wollust, Hass, Habgier. Habgier, Falschheit, Hochmut, Zorn. Was machst alles du da damit? Hier. Ist das dein Antrieb? Was ist das? Ist das dein Antrieb? Na, eigentlich nicht. Nee. Na, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Auch schon. Also. Und darauf baust du immer wieder auf? Ja. Ein jeder Mann behält das Seine. Der eine das Geld, der andere den Wein. Hans, ich würde vermuten, bei dir ist es eher der Wein. Ich habe guten Wein und Mai. Wirklich? Geh mir mal hoch zu dir. Sag mal her, warte mal hier. Hier, das ist. Ach so, jetzt Rohmaterial. Das ist das Ausgangsmaterial. Oh, nee, das kann ich nicht einmal heben. Das kann ich nicht mal ziehen. Das geht nicht. Hans, da hiebst du ja einen Grippel. Echt, das ist ja Wahnsinn. Das ist Ausgangsmaterial. Schau an. Wolltest du ein Stück mitnehmen? Wir wollen jetzt mal zu dir nach oben. Ich hab für euch schon einen Leuchter und Blein. Hans, geh mal hoch. Auf geht's. Wir gehen erstmal die Treppen hoch. Hans, komm, wir gehen hoch. Regional zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Hohenbrunn. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Alphabet habe ich der Gemeinde Hohenbrunn geschenkt. Ihr könnt es dann sehen. Ich habe es ja fotografiert. Wir sind übrigens ganz kurz, Hans, wir müssen mal kurz vorstellen, das ist immer noch der Hans Gläser hier aus Hohenbrunn. Künstler seines Zeichens, liebt den Edelstahl und schwere Dinge. Haben wir ja schon gesehen. Jetzt sind wir in den heiligen Hallen. Ein Nashorn hast du auch schon gemacht. Jawohl. Und der Gemeinde Hohenbrunn hast du auch schon was geschenkt. Wahnsinn. In den heiligen Hallen. Ja, Fralle. Jetzt komm her. Hier oben. Ja, Wahnsinn, das ist ein kleines Museum. Die Lampen ist ja toll. Ja. Hast du die nicht gemacht? Hab ich gemacht. Die ist super, schau mal. Die ist toll. Als puren Edelstahl ist die gemacht. Die ist ja. Und wie lange bist du denn da über sowas drüber, Hans? Das weiß ich nicht mehr. Das weißt du nicht mehr? Nein. Ja, Wahnsinn. Ein gemütliches Stüblein hast du hier, Hans. Ein Stüblein hier. Ja, aber ist ein Stüblein. Komm rein hier. Ich werde verrückt, was der alles hat. Das ist ja wie ein Museum. Schau mal. Da nein. Dürfen wir auch einfach eintreten? Hallo? Ja, Wahnsinn. Das hast du auch alles gemacht. Rosen, Blumen. Bloß eins dürft ihr nicht finden. Die Figuren, da ist pures Gold drin. Nee, das machen wir nicht. Um Gottes Willen, schwenkt gleich nach hinten. Aber hier, das da, schau mal das an. Alles, das war ich. Aber wie lang bist du über sowas drüber, Hans? Wenn ich jetzt zum Beispiel diese, ist das eine Stubenfliege? 100 Stunden, 150 Stunden brauche ich für eine Skulptur. Für eine habe ich über 1000 Stunden gebraucht. Was passiert eigentlich, lass mich das mal chemisch irgendwie checken, Edelstahl draußen in der Natur? Verrostet der? Nee, gell? Ja, weißt du nicht. Der bleibt immer gleich. Immer das gleich, so wie ich. Ich wäre jetzt 90 Jahre wäre ich jetzt. Was willst du? 90 wäre ich. 90? 90 Jahre wäre ich jetzt. Sag mal, drei Monate. Wie bleibt man denn da so, ja, also beieinander? Die Liebe. Ist es die Liebe? Die Liebe, klar. Aber auch die Kunst, oder? Nur die Kunst. Was bedeutet für dich Kunst? Alles. Da, überall, bei mir ist überall Kunst. Kunst, Kunst.
überall. Du musst umgeben sein auch, ja, von Kunst, oder? Schau, ist das nicht schön hier? Ja, Wahnsinn. Die Rosen, die leuchten. Dann habe ich 10-mal gemacht und 9-mal verschenkt. So, hast du auch mal was verkauft, Hans? Ich habe jetzt noch mal einen Leuchter gemacht, von wem hatten, der hat ihn bestellt. Ja. Der hat ihn bestellt. Nicht gut, das soll er haben für 150 Euro. Das ist ein Apfel und ein Ei. Du, und das Porzellan magst du aber auch recht gern. Ist ja auch nicht so schlecht. Das, ne, ist alles Meißen. Meißener Porzellan, das ist ja wirklich ganz hochwertig. Das ist alles Meißen. Entschuldigung, aber ich habe was entdeckt da hinten. Darf man das zeigen? Ja. Was ist das denn? Wenn du stark bist, das ist ein Freimaurer. Ein Freimaurer. Ja. Ordner ist das. Aber den kann man nicht anfassen. Klar, kann, aber sei vorsichtig, dann runter. Nee, lass ihn stehen. Da kannst du, der, wenn runterfällt. Wo passt er denn hin? Ich hab ihn. Wir haben ihn. Wir sehen ihn. Alles gut. Der ist aber schwer. Ja, ist ein Edelstahl. Ja, klar, verstehe schon. Und da kann man das allen einordnen. Ich werde verrückt. Da schau dir das an. Unglaublich. Das ist ein Freimaurerleuchter. Was ist eigentlich dein für dich besonderstes Stück? Stück, Schönste. Das Schönste, was du jemals für dich gemacht hast, hast du es hergeschenkt, oder? Das mit, oder? Das bleibt, ja. Und die Uhr hast du auch gemacht? Ach, das ist das schönste Stück, ja. Ja, Wahnsinn. Ist puren Edelstahl gemacht. Als reinen Edelstahl gemacht. Sag mal, aber jetzt mit 90, Hans, jetzt zu guter Letzt, komm mal da zu mir nur her, zu guter Letzt mit 90, Hans, ist jetzt eine Ruhe, oder? Jetzt machst du nichts mehr. Ich? Wenn ihr nicht da wärt heute, ja, wäre ich in der Werkstatt. Wie würdest du arbeiten, oder? Ja, ich muss arbeiten. Der da oben, der schickt mich. Der will nur, dass du, ja, arbeitest. Oh, schau mal, die Ruhe. Was hast du da? Eine Truhe, die kriegt mir der Engel, die hat er schon bestellt. Ich werde. Hans, pass auf, wir haben jetzt mal gezeigt, dass es einen Hans Gläser hier in Hohenbrunn gibt. Liebe Zuschauer, ein Verrückter, aber herrlich. Ja, und ich sage schon mal Servus. Was? Gell? Servus. Wir sind schon durch, Hans. Ja. Geht nur so viel, aber jetzt sind wir durch. Aha. Servus. Das ist die Dickste hinten. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Hohenbrunn. Wechseln Sie jetzt!